Der Maskierte? Sorry, aber Fasching ist jetzt mittlerweile schon wieder um. Was ist das? Ihr gehört doch nicht zu den Leuten dieses stümperhaften Zauberers. Nein, ich bin keiner von Vorims Leuten. Aber ein Runenkrieger, das seid ihr. Und ihr seid hier, um diesem Stümper den Gang auszumachen, nicht wahr? Ein Runenkrieger, vortrefflich. Ich habe gleich eine Aufgabe für euch. Okay. Der Typ ist ziemlich strange, aber na gut. Warum liegt der Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Gib mir doch eine Aufgabe. Was für eine Aufgabe, alter Mann? Was für eine Aufgabe, alter Mann? Mein tollpatschiger Diener Lucius hat sich von diesen Schergen fangen lassen. Gemeinsam mit meiner Warenladung. Lucius würden ein paar Stunden am Goblin-Markt am Pfahl zwar nicht schaden, aber meine Ladung vermisse ich doch sehr. Es ist gleich dort oben. Befreit den Guten, wenn es euch beliebt. Ich warte hier. Kommt doch mit. Immerhin ist es euer Diener. Ich halte mich nicht gerne im Umkreis von Götzenstatuen auf. Aber wartet, ich habe noch etwas für euch hier. Was ist das? Das ist ein roher Runenstein. Nehmt ihn mit und achtet auf diesen Goblin mit den zwei Messern. What? Ihr sprecht in Rätseln, alter Kauz. Ihr werdet euch wundern. Nun frisch auf, meine Zeit läuft nicht im Kreis. Es wird aber auch komisch ausschauen. Okay. Er hält sich nicht gerne in der Nähe von Götzenstatuen auf? Und woher zur Hölle hat der einen leeren Runenstein? Ach, egal. Ich meine, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Warum nicht? Wir wollen eh alles platt machen. Und wenn wir da gleich eine Quest mit erfüllen können und sogar was mit Runenstein anfangen können, ist das doch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Nicht wahr, liebe Garkämpfer? Ach ja, stimmt. Fast hätte ich es vergessen. Da tun wir mal 3 Stück hin. Eigentlich haben wir Ressourcen zum Umfallen, aber was soll's. Besetzen wir mal alles ein wenig. Da kommen auch 3 hin. Kann mittlerweile, glaube ich, wieder ein paar mehr Arbeiter ausheben. Perfekt. So, ich denke mal, ich könnte schon fast mit dem Angriff hier anfangen. Ab geht's. Wir sind der Tod Ehre. Macht sie alle nieder. Reißt ihnen die Gedärme raus. Ehrloser Hinterhalt. Für die Ehre und Ehre. Vernichten, verbrennen, töten. Zerhacken, zerreißen, Stück für Stück auseinandernehmen. Ach, herrlich. Ganz ehrlich. Das Chaos in Warhammer 40k. Ich weiß nicht, eigentlich sind die ja absolut brutal, aber ich finde es einfach nur lustig, wenn die immer so absolut so blutrausmäßig so zerhacken, zerreißen. Da muss man eher an so überaggressive alte Rentner denken. Ach, was ist? Och nö, wo kommt denn ihr jetzt her? Ich bin gerade so schön am Durchrutschen hier. Lasst uns kämpfen. Ja, sehr schön. Oder auch nicht. Jetzt muss ich das ein bisschen aufhalten da, aber das könnte mir dann doch... ja, die könnten mir doch ziemlich in die Suppe spucken. Und nein, Spucke fördert nicht den Geschmack der Suppe. Das ist ein unbestätigtes Gerücht. Und seit 2 Tagen wir uns ein bisschen... Hi. Hi, wie geht's denn so? Hast du schon was vor? Ich nehme dich mal mit, okay? Mondsilber. Suppe. Perfekt. Nor ist mit. Oh, okay, hier kommen wir anscheinend sowieso nicht durch. Das heißt, wir haben aus unserem 2-Frontenkrieg einen Ein-Frontenkrieg gemacht. Das ist doch mal löblich. Das sehr löblich sein tun. Für uns. Und unser Zweck. Denn der Gerät wird uns führen. Gebt euren Befehl.
für die Ehre und Ehre. Ihr macht hier mal ein wenig den Weg frei. Auch wenn ihr nicht Volksbanken, Raiffeisenbanken auf eurer Brust stehen habt. Aber den Titel kriegt ihr von mir. Das könnte ich eigentlich schon fast. Jetzt kann ich schon viel mehr bauen. Ach, ich baue da lieber Hexenmeister für. 4 Assassinen. Oh. Machen wir mal kurz Heilung für alle ein bisschen, dass meine Dummies auch wieder mehr halten. Oh oh. Na gut, ja, Grimm und Lena dürft ihr anschießen. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Aber mich doch nicht. Du, sieh ich so aus wie ein Feuerfänger. Drohnenkrieger zu mir! Vorsicht, leicht entzündlich steht bei mir drauf, also bitte. Nimm die Streichhölzer da weg. Okay, der ist weggelasert. Jetzt können wir bald unsere Armee von hier oben. Naja, Armee. Das ist wohl eher ein Trug. Okay. Habt ihr das auch manchmal? Dass euch zwei Begriffe durch den Kopf gehen? Ihr könnt euch nicht für einen entscheiden und tut dann einfach eine komplett sinnlose Kombination von beiden ausspucken, die überhaupt kein bisschen im Duden stehen kann, nie und nimmer. Ich wollte jetzt gerade Trupp oder Zug sagen. Naja, ein Trug. Wir sind der Tod. Ein Trug voller Soldaten. Vorwärts, Krieger! Ja, aber es ist halt nur ein kleiner Trupp hier. Gebt euren Befehl. Armee nennt man erst etwas ab 10.000 Rundkriegern aufwärts. Krieger. Obwohl, das ja noch nicht mal. Das ist ja vielleicht gerade mal eine Brigade Rundkrieger. Ah. Oh, ein Grark Botschafter. Wir werden angegriffen. Dann halten, Männer. So. Schon ziemlich lustig, wie wir mit unserem Helden allein hier alles wegräumen, oder? Horta. Komisch. Kaumisch. Ja, die Kühe haben auch was damit zu tun. Oh, schaut mal, der Mond reflektiert sich im Wasser. Ja, ein schönes, nettes Detail, wie ich finde. Was verlangt die Eile, Meister? Oh Gott, baut bitte schnell die Mondsypomie, ich mich Todesritter haben. Das ist leicht. Das wäre so geil. Und du Arschloch. So, jetzt habe ich's gesagt. Lasst uns kämpfen. Vorwärts, Krieger. Oh, wir haben Mitternacht. Geisterstunde. Für die Macht Nord. Und auf Skelettzeit. Ja, kannst du eigentlich weitermachen. Mich stört's nicht. Mach ruhig weiter. Dann halte, Männer. Seht ihr, es läuft doch. Auch wenn wir jetzt gerade ziemlich brennen, wie so ein Weihnachtsbaum nach Dezember. Aber das halten wir schon aus. Denn wir haben die Macht und wir haben die Heilung. Wäre ich jetzt gestorben? Ich glaube, ich wäre im Boden versunken. Hey, ihr da, ihr kommt mal mit an die Front. Ruhm und Ehre. Wird keine Fahnenflucht begangen. Nor lassen wir sie nicht warten. Silber glitzert der Tod. Da lang? Ich weiß ja nicht. Uff. Einer von euch macht mal den da. Lassen wir sie nicht warten. Einer von euch macht mal den da. Nor lassen wir sie nicht warten. Und der Rest? Ach, da ist dieses blöde Goblin-Lager. Oh Mann, und ich frage mich jetzt gerade schon, hack mich hier durch, wo war das Goblin-Lager jetzt nochmal? Egal. Dann kommen wir später hier wieder, machen den Rest noch schnell weg. Aber vorher gehen wir mal zum Goblin-Lager runter.
Denn dort gibt es wohl noch was Nettes für uns. Wie es aussieht. Och nö. Das ist... Was für ein Beschiss. Aber das hat funktioniert. Gut. Und, aber jetzt aber. Endlich. Ja. Ich hab gesagt, jetzt aber. Dann musst du es auch jetzt tun. Richtig. Bam. Aha. Der Tod ist nur der Anfang. Ja, ja. Bitte zitiere nicht die Mumie. Du stirbst jetzt aber nicht an der Verbrennung, oder? Das tust du mir nicht an. Für die Ehre. Hohoho. Lassen wir sie nicht warten. Oh nö. Oh nö. Nein. Ihr seid so teuer. Lauf. Die Schlacht ist nahe. Gebt euren Befehl. Oh Gott, keiner von euch beiden kann auch den blöden Blitz machen. Für die Los, hack den hier. Jetzt hol ich meine Homies, jetzt reicht's. Gebt euren Befehl, Tod. Für die Macht Krieger. Gut. Ich zieh mal schnell meine Truppen zusammen. Vorwärts, Krieger! Ein feiger Angriff, tot! Lasst uns kämpfen. Und um ein klein wenig Zeit zu sparen, werde ich den kleinen Laufweg für euch rausschneiden. Ruhm und also, Ehre. Bis gleich. So, und da wären wir am Ort des Geschehens. Nichts passiert inzwischen drin. Ich habe jetzt bloß hier mit der Kamera gewartet, ein, zwei Minuten, bis sie sich gesammelt haben. Hey, das Tor geht auf und es ist der Zonk, Vorwärts. Hallo, Gizzo. Tschüss, Gizzo. Ach, Hexenmeister sind so geil. So, mal Schlachtruf. Alles wegmoschen. Werd alles auf meinem Weg wegmoschen. Irgendwie ist heute ein bisschen Warhammer-Tag in meinem Kopf. Keine Ahnung, wieso. Ach, jetzt geh halt weg, Lena. Danke. Oh. 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 Ich darf heute nicht mehr plündern. So. Was ist das? Gizzos Essenz? Darf ich den jetzt trinken, oder was? Hey, Eisenzahn. Oh, ich bin frei? Nö. Ja, so scheint es, Freund. Na gut, dann eben doch. Oh, ihr habt mich befreit? Oh Gott. Euer Scharfblick ist erstaunlich. Du sprichst mir aus der Seele. Oh, gut, danke. Jetzt dürft ihr etwas von meinen Waren kaufen. Jetzt darf ich kaufen? Ja. Als Dank etwas kaufen? Genau. Oh, mein Meister hat mir verboten, Sachen zu verschenken. Ich habe früher immer ganz viel verschenkt. Das hat dem Meister gar nicht gefallen. Oh nein. Mein Meister, das ist der Mann mit der Maske, wisst ihr? Er wird euch bestimmt eine schöne Belohnung geben. Geht nur zu ihm. Oder ihr kauft selbst etwas Feines. Schaut euch meine Waren nur an. Na gut, dann zeig mal her. Was hast du denn Tolles? Oha. 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 Leichte Rüstung in 12. Cool. Oh, stimmt, mir fällt gerade was ein. Hehe. Weil ich noch gar nicht gemacht habe. Weil ich wollte mich sowieso auf nichts... Genau, das wollte ich ja vorhin noch sagen. Da war ich stehen geblieben mit den Speeren. Mir wurde ja auch gesagt, wenn man sich jetzt auf Speere spezialisiert, da braucht man, glaube ich, Stichwaffen und ich glaube auch Speerekriegskunst. Und da schafft man es nur bis 10 anscheinend. Man schafft es gar nicht bis 12, also ist es am Ende doch nicht besser. Und ich hau mir noch schwere Rüstungen dazu. Fähigkeit lernen. Das hauen wir jetzt noch ganz voll. Und mal gucken, ob wir jetzt was Neues anziehen können. Was soll das heißen? Wir haben noch gar keinen Helm. Ach du Scheiße. Schnell auf damit. Ja, das Ding hilft. Oder? Rüstungsklasse 7 ist doch schon was Tolles. Für was nehmen wir das mit? Geschicklichkeit, Intelligenz, Ausdauer, Intelligenz. Für den rechten. Kabäm. So, und was hast du nochmal? Ich kann immer noch nichts davon ausziehen, aber die Dinger sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, was der verkauft.
Okay. Ich glaube, das ist aber eine Einhandwaffe. Wir können natürlich auch auf Schilde gehen. Aber... ach, was soll's. Jetzt haben wir schon große Klingenwaffen. Schilde werde ich mit meinem Order of Dawn Charakter machen. Wenn wir zu Shadow für Phoenix wechseln. Aber das ist eine andere Sache.